Okay, Leute. Eine neue Folge Minecraft Beta. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Und jetzt seht ihr auch, warum. Okay, jetzt habt ihr es gesehen. Ich habe das Ganze neu bauen müssen, weil nämlich, wie ihr bestimmt bemerkt habt, ich habe ein Video gemacht, mein PC ist ein bisschen kaputt gewesen. Ich musste ein Teil einschicken und dann musste ich Windows neu installieren und natürlich waren da auch die ganzen Dateien drauf und meine ganzen Thumbnails und alles. Deswegen sah auch das Minecraft Beta Thumbnail von der letzten Folge anders aus. Das habe ich schon neu machen müssen. Das war zwar noch auf der Festplatte auf meiner externen, auf meiner, nicht auf meiner externen, auf meiner anderen. Aber die Videodatei war noch da, aber die Thumbnail-Datei nicht mehr. Und die Videodatei musste ich dann hochladen und die Thumbnail-Datei musste ich neu machen. Ist aber gar nicht so schlimm. Ich habe hier ein bisschen was neu gebaut. Ist nicht ganz dasselbe, das ist klar. Hier fehlen noch die Holzblöcke. Die könnten wir gleich abfahren. Ich merke gerade, das ist eine Chain Chestplate. Ich bin auch ziemlich blöd. Ich hatte vorher ein Texture Pack drin und da hat das ein bisschen anders ausgesehen. Ich glaube, das hatte ich. Genau, so ungefähr. Steintools, keine Ahnung. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern. Ich will jetzt auch nicht nachsehen, weil ich viel zu faul bin. Egal. Okay, Leute. Vielleicht hört es auch, es rauscht ein bisschen mein Mikrofon. Das liegt daran, ich hatte sonst immer so eine Software, die das live besser machte. Was ist denn hier los? Okay. Die den Sound live oder in Echtzeit verbesserte von meinem Mikrofon. Weil ich nehme nämlich mit OBS auf und da wird meine Stimme sofort aufgenommen und ich kann sie im Nachhinein nicht mehr weiter bearbeiten. Deswegen muss das in Echtzeit geschehen. Habe ich jetzt noch nicht installiert. Kommt vielleicht noch, ist jetzt auch nicht so schlimm, meiner Meinung nach. Ihr könnt es ja in die Kommentare schreiben, wenn es schlimm ist. Um hier ein bisschen ja, Werbung. Keine Ahnung. Was ich auch vergessen habe, da unten die Fackeln nachzusetzen, ist aber egal. Das können wir nochmal machen. So. Was ist denn Neues passiert in der Zeit? Ja, mein PC. Es war zuerst so, mein PC, wenn ich ihn gestartet habe, hat mein Bildschirm weiß und schwarz geflackert. Zuerst dachte ich, es wäre die Grafikkarte. Ich habe sie eingeschickt. Kurze Gehirnpause. Ich habe sie eingeschickt, dann habe ich mir von einem Freund eine Ersatzgrafikkarte ausgeliehen. Dann habe ich gemerkt, oh Scheiße, da ist ja das gleiche Problem. Dann kann es ja nicht an der Grafikkarte liegen. Dann habe ich sofort Mindfactory angeschrieben. Die sollen mir die Karte gefälligst zurückschicken, sonst schmeiße ich ihnen die Prügel raus. Und ja, dann haben die zurückgeschickt. Jetzt ist sie eingebaut. Ich musste Windows neu installieren. Die UEFI-Boot-Option, mit der hing es scheinbar zusammen. Ich glaube, in der letzten Nacht davor hat es bei uns gewittert. Also war ein Gewitter. Und ich glaube, irgendwas ist an meinem Mainboard kaputt. Jetzt manchmal zeigt es an, dass der USB-Controller nicht mehr so viele Dingsbums hat, keine Ressourcen mehr hat. Ich glaube, da ist irgendwas kaputt. Egal, ich habe es einfach neu installiert, Windows 10.
Und dann, es wird schon funktionieren, egal. Irgendwann schicke ich es vielleicht ein. Who knows? Why not? Okay, ja, jetzt sind wir auch mit dem Standard-Texture Pack, weil ich habe gemerkt, wenn ich das 512er Texture Pack drin habe, das da, dann ist die Maus oft so komisch. Also in der Aufnahme zumindest. Also in echt, da geht's, aber in der Aufnahme sieht dann so irgendwie aus, wenn ich meine Maus bewege. So ganz schnell Zuckungen, irgendwie so. Keine Ahnung, an was das liegt. Wahrscheinlich eben an Minecraft. Minecraft war damals noch ein bisschen anders mit der Engine. Vielleicht deswegen, who knows. Habe ich schon wieder gesagt, ich sag das zu oft. Egal, bei mir im Zimmer hat es gerade Milliarden Grad Celsius. Ich muss hier mal irgendwie. Nee, das Fenster aufmachen hilft ja nichts. Draußen ist ja mindestens so warm. Und deswegen, ja. Bisschen scheiße. Mein PC schnauft auch schon ziemlich laut, also der Lüfter zumindest. Vielleicht hört man das sogar in der Aufnahme, keine Ahnung. Bisschen Cacti pflanzen, um hier ein bisschen Verteidigung zu schaffen vor Monstern. Naja, und wie geht's euch so? Habt ihr euch schön erholt, während ich keine Videos gebracht habe? Es muss doch eine erholsame Zeit gewesen sein, als mal kein Video von mir kam. Ach ja, ich wollte ja die Dinger da planten. Hier, das da. Wood. Mal sehen. Ja. Habe ich kein Holz? Ach, da ist das Holz. Ich dachte schon, und irgendwie sind hier keine Monster. Ah ja, deswegen, okay. Ja, war auf Peaceful automatisch gestellt. Da kann ich nichts für. Tut mir leid. Och, 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 och. Da vorne seht ihr das. 1000 Skelette. Sagt man das? Skelette? Keine Ahnung, ist mir egal. Ist mir egal, egal, ist mir egal, egal. Ja, lol. Nice. Ach, warte mal. In neuem Minecraft ist das so, dass die Holzplanken genauso viel geben wie die. Falsch. Wie die Dinger da. Die Dinger da. Die Dinger da. Die Holzplanken geben genauso viel wie die Holzstämme. Was irgendwie unrealistisch ist, aber scheinbar ist das so. Also zumindest im neuen Minecraft. Hier ein bisschen wieder neu ausleuchten. Das Ganze ist hier weg. Von der Aufnahme ist das ja jetzt ganz weg da. Ein bisschen heller, dann sieht es auch auf YouTube besser aus. Optifine und Too Many Items ist wieder drauf. Natürlich ist das Essentielle. Ganz klar. So, da hier noch ein bisschen. So. Dann sieht man die ganze Fackel nicht. Jo. Ja, sieht so aus, als wäre das das gleiche. Glas machen, genau. Das wollte ich. Ach, shiften geht ja hier noch nicht. Glas machen für die Fenster. Nee, das hatte ich noch nicht. Genau. Wunderbar. So, ja, genau. Jetzt ist es wieder Tag. Die Bäume sollten jetzt bald wachsen. Eine Tür muss ich noch machen, genau. Oder zwei Türen besser gesagt. Hier war es ja noch so, dass das bloß eine Tür gibt, aber ich glaube, das habe ich schon erklärt, weil ich glaube, so weit waren wir sogar schon. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die letzte Folge war. Entweder die, die ich schon hochgeladen habe, also die Nummer 4, oder ich habe da noch eine fünfte aufgenommen, dann müsste ich mal schauen. Ich bin nämlich in letzter Zeit ziemlich faul mit dem Aufnehmen, weil ich habe ziemlich viel zu tun. Und deswegen, ja. Ich weiß gar nicht, was wir schon aufgenommen haben. Wenn ihr diese Folge seht, ist es wahrscheinlich sowieso schon Weihnachten 2024. Alle rennen schon rum mit ihrer HTC Vive 5 und ihrer Oculus Rift 10. Google Glass 22. Nee, Google Glass ist tot. Ziemlich. Ich brauche wieder Cobblestone.
Wo finden wir denn Cobblestone? Ah, ich gehe mal in die Höhle da unten. Vielleicht finde ich ja noch Monster, die ich töten könnte. Damit ich ein bisschen Hunger wieder habe. Also nicht Hunger habe, aber ihr wisst schon, was ich meine. So, 5 Sticks, 8 ergibt 20 Fackeln. Sollte ziemlich reichen. Für den kleinen Ausflug. Ah, Hühnchen. Evil Chicken. Hier geh. Ja, danke schön. Was ist. Oh, chill mal, deine Oma. What the fuck? Ah, hier wieder Creeper-Rodung. Nicht ganz. Super, jetzt haben wir hier wieder so ein schönes Loch. Das gefällt uns allen doch so sehr. Weg damit. Genau, ein bisschen Eisen abbauen, weil ich habe mir jetzt auch kein Eisen gecheatet, weil das wäre ein bisschen scheiße. Ich wollte das Ganze neu abbauen. Cobblestone und Holz, ja, das kann man sich mal cheaten. Zum Neubauen, wie ihr gesehen habt, habe ich auch Diamant-Tools ge genommen, aber ich habe die wieder weggemacht, damit es ein bisschen schneller geht. Ich hoffe, ihr klagt mich jetzt nicht deswegen an. Ist ja nicht so schlimm, ich habe es ja wieder weggemacht. War ja bloß, weil die Welt weg war und ich musste es neu bauen. Den Seed hatten wir ja, ist ja ganz klar. So, heute mal ein bisschen ruhigere Folge wegen der Temperatur. Es ist echt mega heiß hier. Und dieses Mal liegt es nicht an mir, sondern eher am Wetter. Ach ja, bei der letzten Folge habe ich ziemlich viel Bewertungen bekommen. Ist das nicht toll? 5 Daumen hoch in den ersten 30 Minuten nach dem Release. Ist doch toll, oder? Yeah! Rekord. Ach, geh weg, du. Dich mag doch sowieso keiner. Yeah. Ach ja, diese Folge geht auch das erste Mal mit 2K 60 FPS hoch. Finde ich ziemlich toll, dass YouTube das unterstützt, weil für mich ist es kein Problem. Und es ist einfach schöner, wenn jemand einen 4K-Monitor hat oder 2K-Monitor oder schon beim 1080p-Monitor ist das Bild schon schöner, weil es eben höhere Bitraten erlaubt. Ist einfach schöner, das Bild. Und dann auch noch 60 FPS. Natürlich braucht man da die entsprechende Internetleitung, aber ich glaube, das haben die viele von uns. So 16 Mbit sollte schon reichen dafür. Und das hat eigentlich fast ganz Deutschland. Hatte ich bis vor kurzem nicht, aber ich habe das Telekom-Hybrid-Paket. Also LTE und DSL gleichzeitig. Und da kommt man manchmal sogar bis zu 50 Mbit und das ist ganz toll. Also 50 Mbit Download und maximal 8 Mbit Upload. Und 8 Mbit Upload kommen, das ist doch toll. Schon fast zu schnell wieder Download bei den meisten Menschen. Also ist das gar nicht so schlecht. So, ich glaube, wir haben jetzt Kohle, Eisen, wunderbar. Wir können uns jetzt ein bisschen Eisentools machen. Und dann sind wir hier schon ganz toll am Start. Ja. Und in diese Folge habe ich auch mal meinen abtrünnigen Sarkasmus gelassen. Ich will ja nicht zu scheiße sein zu den ganzen Menschen. Ich meine ja das gar nicht ernst. Das ist ja bloß Sarkasmus und Ironie und alles Mögliche. Ach ja, Glas, genau. Das wollte ich ja installieren hier. Wie mache ich das jetzt? Können wir da drei Fenster machen? Nee, das sieht dann scheiße aus. So. So. Nee, sieht auch scheiße. 1, 2. 1, 2 und 3. Nee, dann haben wir. Okay. Dann machen wir das ganz einfach so. Dann haben wir so ein Einerfenster. Auch keine schlimme Sache. Das geht doch auch klar. Hier ein bisschen verdeckt vom Baum, aber das sieht gar nicht so schlecht aus. Genau, hier kommt noch ein Fenster hin. Auch so ein Einerfenster, glaube ich. Jo, das stimmt schon, das stimmt so. Cobblestone. Ach, ich wollte doch Cobblestone abbauen. Mensch, ich bin auch so ein verplanter Mensch in letzter Zeit. Ja.
So, was kocht denn hier noch? Okay, Glas. Glas ist ein wichtiger Rohstoff. Ja, die Holzkohle können wir noch verbrauchen. Dann haben wir sowieso normale Kohle. Jo, jo, jo. Und die Folge ist schon wieder ziemlich lang. Also 15 Minuten. 15 Minuten ist, glaube ich, die optimale Länge. Ich glaube, 15 Minuten stört keinen. Da kann man mal zusehen. Das ist nicht zu lang. 5 Minuten, glaube ich, finde ich ein bisschen zu kurz. Für so ein normales Minecraft-Let's Play. Und so 30 Minuten finde ich zu lang einfach. Und das dauert auch ewig zum Hochladen und zum Exportieren. Ich habe ja meine alten Folgen immer oder meine alten Folgen. Ich habe ja mal angefangen im VP9 Codec zu exportieren. Der ist richtig toll. Du kannst damit 3 Mbit, kannst du 2K-Videos hochladen. Das ist auch mega stark. Mit 3 Mbit, wenn sich hier jemand auskennt. Casey zockt, schaut glaube ich zu, der müsste das wissen. Mit 3 Mbit, wenn du da ein Video exportierst, mit H264, das sieht einfach bloß scheiße aus. Und dann auch noch auf 1440p. Aber mit VP9 sieht das einfach mega toll aus. Das könnt ihr ja selbst sehen in meinen alten Videos. Da kennt man keinen Unterschied. Aber bei H264, da braucht man eben mit 1440p. Schon so 10 Mbit, damit das aussieht. Ich weiß zwar nicht jetzt genau, wie viel, aber der VP9-Codec hat einfach den Nachteil, er braucht einfach mal ewig zum Exportieren. Also da hilft ja eine gute. Ach so, Hunger, scheiße, genau. Da hilft ja eine gute CPU überhaupt nichts. Der Codierungsprozess ist einfach so aufwendig, dass das keine CPU so schnell schafft. Ich habe jetzt einen 12-Kern, also einen 6-Kerner und 12 Threads. Den Intel i7-5820K. Sieht man hier noch nicht. Und H264 encoden geht da mega schnell, aber VP9 ist da echt ein starkes Stück. Ich glaube, ich steige wieder auf H264 um. Ich glaube, ich sollte das machen, aber. VP9 ist doch überlegen. Keine Ahnung. Naja, ich beende hier mal die Folge. In der nächsten Folge bauen wir Cobblestone ab. Ganz spannend, mega spannend. Machen wir das Haus noch ein bisschen gläsriger und dann, ja. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Minecraft Beta.